Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Mass Effect mit dem alten Mann von den Schlaftabletten, und ich fange jetzt doch wieder auf einem Planeten an, aber das ist schon die nächste Mission, und zwar ist das, erobere die Basis. Und dann haben wir den hier noch. Hier sind wir jetzt, im Kaktus-System, im Kakus-System des Hades oder Kekus-Gamma-Clusters und eliminieren dort die Biotiker. Ich soll zivile Opfer vermeiden. Oh Gott. Na, das werde ich wohl nicht hinkriegen. So glaube ich, so wirklich. Bevor ich da reingehe, werde ich auch nochmal speichern, glaube ich. So. Ach Mann, irgendwie sitze ich heute nicht richtig. Und hier könnte wieder so ein Dreschflegel rauskommen. Hier so ein Wurm. Oh. Hüpf. Hüpf. Aua. Aua. Aha. Was ist denn das? Wir speichern trotzdem mal. Das sieht aber aus. Verlassen. Manuelles Überbrücken. Survivor 8. Oha. Alles nehmen. Matriarchinenschriften gefunden. Bei der Untersuchung der Trümmer fanden sie eine weitere Schrift der Matriarchin Dilinaga. Sie ist etwas beschädigt, aber in weiten Teilen intakt. Hier. Warte, den gucken wir gleich an. Hyperschalllauf. Noch eine Matriarchinen-Inschrift gefunden. An diesem Ort scheint einmal jemand gelebt zu haben. In der kleinen Kiste fanden alte Lebensmittel und eine der Schriften der Matriarchin Dilinaga. Die Schrift ist noch in gutem Zustand, anders als die Lebensmittel. Manuelles Überbrücken. Kampfoptiken. Nochmal. Noch eine Matriarchin. Gott! Es kann nicht geklärt werden, wem dieses Behältnis gehört, aber im Inneren haben sie eine Schrift der Schriften der Matriarchinen, den Dings da, Dilinaga. Wir haben Sachen gefunden. Was haben wir denn hier? Kinetische Spule? Erkennung Level 9. Ah, warte mal. Wir haben hier andere Kampfoptiken. Die nehmen wir natürlich. Und Hyperschalllauf. Ja. So, und wir hatten noch mittelschwer Phönix. Survivor. Ich hab Kolossus. Onyx. Warte mal, die... Ach, das ist ja hier... Ach, ich bin ja doof, John. Nein, Lara. Nein, hier, Dings da, Tisoni, Liara. Hydra. Hydra kann sie nehmen. Und Gladiator. Und sie kann auch nur Hydra nehmen. Und die kann sie alle nicht. Die kann ich nicht ausrüsten. Alles gut. Ich kann nichts weitermachen. Hab ja auch genug jetzt rumgespielt. Ich dachte, das wäre hier schon gewesen, wo wir hin müssen. War ja auch am dichtesten. Dann nehmen wir uns den Punkt jetzt vor. Halt! Halt. Was bist denn du? Nahe des Transmitters empfängt ihr Kommunikationssystem die Aufzeichnung eines erhabenen Streichquartetts. Sie deaktivieren das System. Wer mehr hier gelebt hat, ist schon sehr lange Zeit nicht mehr hier gewesen. Die Kisten sind mit dem Kreidestaub von Kuhe bedeckt und die Statusleuchten der Hütte zeigen an, dass die Atmosphäre schon seit langer Zeit nicht mehr aufrechterhalten wird. Also der hier war, ist schon lange weg. Gestorben oder weitergezogen. Ich weiß es nicht. Wir haben eine Markierung. Und wir müssen Spuckbeutel füllen. So, warte. Rüber. Vorsichtig. Da ging er aber eben ab, der Kleine. Denn einmal hier rüber, bitte.
Guck mal, das ist eine Ebene, die ist mir nicht geheuer. Halt! Dreschfliege. Na? Na? Hat sich wohl ausgefliegelt. Hinter diesem Hügel muss es sein. Vielleicht sehen wir es ja jetzt schon. Oh ja. Ein etwas größeres Objekt. Und hier können wir auch rein. Einmal aussteigen und zum Tor gehen. Sesam, öffne dich. Oh. Schalten Sie die Terroristen aus, aber seien Sie umsichtig bei der Wahl Ihrer Ziele. Die Zivilisten sind von der Droge so weggetreten, dass sie geradewegs in ein Feuergefecht hineinlaufen. Ich würde sagen, es wäre besser, die zu hauen. Also die Zivilisten. Wenn man sie umhaut... Exoskelett, Kampf, Kampf natürlich. Bleiben sie ja am Leben und sind betäubt, wenn der John seinen Hammer rausholt. Also, symbolisch gesprochen, dann natürlich seine hammerharte Faust. Sie kriechen durch meine Finger. Ich spüre den Schlag ihrer Flügel. Wie macht man das denn? Man muss dicht daran gehen? Nee. Oh. Er haut nicht. Ach so, die tun mir gar nichts. Dich mache ich fertig. Ich sehe nichts. Die können die Zukunft nicht aufhalten. Forscher getötet ein. Na, nun nicht. Och, John, was soll das denn hier? Mann. Dann sieht er da eine Stelle, wo er krabbeln kann und dann krabbelt er erstmal im Entengang weiter hier, oder was? Ich mache ich fertig! Los, los, los! Ich sehe nix! Los, los, los! Ich sehe nix! Ich mache ich fertig! Super! Sie waren akzeptabel. Die Evolution der Menschheit also. Diese Biotiker schienen sich nicht von den übrigen Verbrechern zu unterscheiden. Tagebuch, Medigel 0. Naja, akzeptabel war wohl nicht ganz so günstig. Wir gucken mal, ob wir hier noch was Schönes finden, wie zum Beispiel hier. Alles nehmen. Na, war wieder was Gutes für Mod. Eine Modifikation. Ein Fusionssprengsatz. Ah, da geht er schon wieder in Deckung. Warte mal. Bin ja auch doof. Aber meckern ist schöner. So, wir laufen mal hier drüben hin. Also ich dachte, die greifen auch an, aber das taten sie gar nicht. Hier sind alle Regale leer. Hier war ein Ausverkauf. Ich weiß nicht. Alle nehmen. Pistole, Pistole, Sturmgewehr. Wir gucken gleich nochmal. Hier ist noch einer. Alles nehmen. Und hier sehe ich doch auch noch was. Ein kleines Versteck. Bereit, wenn Sie es sind. Ja, das ist schön. Ein Punkt. Ein Punkt. Den nehmen wir für die Kampfpanzerung. Sie hat auch einen Punkt. Werfen, heben. Ich weiß nicht, was hier sinnvoll ist. Die sind immer alle, die nächsten sind weit weg. Hier kommen wir dann aber dichter ran. Ich muss sie, hätte die mehr mitnehmen müssen. Ah nee, hätte ich nicht. Die Punkte sind ja immer gleich. Pistole, Schrotflinte, Basispanzerung. So. So, dann haben wir das. Denn, ja, alles nehmen. Jetzt gucken wir erstmal für den John. Nein, 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 nein. Nein, nein. Oh, ich bin ja ganz unten hier.
Das ist das, was wir im Einsatz haben. Okay, okay, okay. Für John werden wir hier wohl nicht viel finden. Granatwerfer, Sprengstoff, Fusion, Sprengsatz, Strahlenkrankheit, Giftschaden. Ja, wir haben ihn ja. Was soll's. Ich gucke auch mal hier unten. Dann tue ich den weg. Zurück. Ist hier noch irgendwas? Survival. Survival. Ah, guck mal, das ist alles rot. Das bedeutet, es ist nicht unbedingt kinetischer Puffer. Ich muss mal nach oben scrollen, da sind die guten Sachen. Kampf-Exoskelett. Schmetterschaden, Härtung. Physiklimit, ja, Energieplatten. Schadenschutz. Abkühlungsreduzierung. Ich werde das mal alles so belassen, wie es ist. Das hier fällt mir. So, jetzt gucken wir mal für die Liara. Ja, das ist nicht so gut. Also hier ist nicht so gut, dass das hier. Haben wir denn hier? Ah. Waffen, Hyperschalllauf. Okay. Machen wir dazu. Hier hat sie schon mal so einen Lauf. Da hat sie eine Laufverlängerung. Was ist das denn? Reibungsfreie Hitzedämpfung. Oh gut. Und mehr Schaden. Gut. Schrotflinte. Oh, da brauche ich gar nicht überlegen. Die kriegt sie erstmal. Pistole. Nein. Präzisionsgewehr. Nein. Sie ist Schrotflinte, soweit ich mich erinnern kann. Aber da haben wir ihr schon was Brauchbares ausgesucht. Und Pistole. War das so? Hat sie aber auch, glaube ich, schon was Gutes. Dann nehmen wir nochmal das Sturmgewehr. Da ist Lenzer. Gut. Oh. Oh. So, hier. Blue Wire, nein. Gibt es hier Energiegewebe? 7 haben wir. Und das andere ist Schildmodulator, da haben wir auch nichts Besseres, ne? So viel. So, dann haben wir das mal durchsortiert. Die Mission hier haben wir auch erfüllt. Akzeptabel. Na gut, da kann ich jetzt mit leben. Hat auch gar nicht durchgesehen. Also ich nicht. Nein. Hätte ja sein können, dass da noch was ist, aber das war so ein explosiver. Hier ist noch was. Medigel, was ich nicht brauche. So ein Gastank war hier noch. So. Dann haben wir noch eine so eine Mission und dann kann es eigentlich mit der Story weitergehen. Ich habe auch schon schnell Mass Effect 2 wieder installiert. Jetzt habe ich aber meinen EA-Account. Dieses hier habe ich ja über Steam. So, M. Ja, dann machen wir das hier noch schnell mit, ne? Und gucken mal, ob es hier wirklich keinen Dreschflegel gibt. Ich weiß nicht. Ich glaube, so heißt er nicht, aber ist egal. Ich weiß, was damit gemeint ist. Und das reicht mir. So. Ja, dann mal wieder das Übrige. Ah, das ging ja fix. Quecksilber. Haha, na besser wie ein... Bereit. Ja, wie ein Quacksalber. So. Ich will da immer noch hin. Oh, gefährlich. Dreschflegel, Dreschflegel. Da ich doch. Hau ab.
Lass mich. Ich hasse dich. Verschwiegel, verschwiegel. Du kannst mich mal, du kannst mich mal. Bleib mal da hängen. Wo schieße ich eigentlich hin? Der ist eingefroren, ne? Ach, lass ihn. Leck mich. Ich hab was anderes vor. Ein Trümmerfeld. Oh, 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 gefährlich. Weiß nicht, ob das jetzt eine gute Idee war, zu speichern. Hä? Na endlich! Ihr habt's doch eben auch gesehen, ne? Jetzt. Ah, oh, Kacke! Nein! Ja gut, wir nehmen erstmal alles, da können wir ja uns das Gel wiederholen. Ich habe ja auch genug. XP gab es auch. So, jetzt haben wir hier hinten noch ein Trümmerjägerlager. Das kennen wir schon. Waren wir hier schon drauf? Na gut. Ja, es ist auch immer sehr wiederholend. Ich habe das, was ich machen muss, hier drauf erledigt. So, wir gucken mal. Ja, ich weiß. Erober die. Hackett Bericht erstatten. Die Galaxiekarte. Neuer Nachrichteneingang. Oh, stelle durch. Gute Arbeit, Commander. Sie haben die Biotika mit minimalem Kollateralschaden ausgeschaltet. Ich bedauere, dass wir einige Forscher verloren haben, Admiral. Die Biotiker wussten, was sie taten. Niemand hätte da rauskommen können, ohne einige Unschuldige zu opfern. Sie haben eine Menge Leben gerettet, Commander. Fünfte Flotte Ende. Man hätte es also auch besser machen können. Ja, hier sind noch mehr Systeme. Ich weiß nicht, ob wir hier schon überall waren. Ich guck mal schnell. Das geht ja fix. Hier waren wir schon, ne? Guck mal, hier kommt auch nichts mehr. MSV Ontario, ja, 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 hier waren wir. Kakus, Plutus, Anteos. Ich denke mal, die hatten wir alle schon. Der ist bloß, oder das System ist jetzt bloß dazugekommen auf der Karte. AGQ. Seht ihr, hier kommt ja auch kein Dings mehr hier, so ein Erkunden. Hier, das Erkunden fehlt für mich. Ich gucke jetzt nicht weiter, keine Angst. Wir verlassen mal die Karte. Ich muss mal schauen. Genau, jetzt ist die Mission weg. Im Argos-Ru-Cluster in das Gorgon-System. Der Argos-Ru-Cluster. Timista, Exodus, Lokal, das ist zu Hause. Argosro. Hydra. Gorgon. Da waren wir noch nicht. Hundertprozentig waren wir da noch nicht. Oh, hübsch, oder? Ich lehne mich immer so weit raus, ne? Hundertprozentig waren wir da noch nicht. Ich weiß das gar nicht. Natürlich waren wir hier schon. Nicht identifizierte Raumstation. Nicht infizierte Raumstation. Wir gucken uns erstmal die Planeten durch. Dann kann es ja nur die Raumstation sein. Kann sein, dass wir hier waren. Kann auch sein, dass das gar keiner gesehen hat, weil das in der Session war, die verloren ist. Die verlorene Session. Ich habe die Videos noch, aber man kann nicht mehr viel mit anfangen. Nicht identifizierte Raumstation. Diese ausgemusterten Ersatzteilen ziviler
Schiffsmodule zusammengesetzt zu sein, als Station. Wen nehmen wir diesmal mit? Nehmen wir mal Garrus. Nehmen wir mal die beiden wieder mit. Annehmen. Jo. Speichert Inhalte. Oh. Ein Punkt hat der Garrus. Dämpfung. Präzisionsgewehr. Was ist denn Dämpfung? Vergrößert den Radius für Sabotagen. Dechiffrierung, da kriegt er ein. Das kann nicht schaden. Du hast auch einen Punkt. Ich gebe ihn mal dir bei Fitness. So, und John hat keinen, so wie sich das gehört. Ja. Ich gucke mir dann gleich nochmal die Waffen an. Und ich melde mich mal denn beim nächsten Mal, wenn wir die Station erobern. Da sind schon rote Dinger da. Seht ihr? Wir sind hier richtig. Denn, Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich schon. Tschüss.